Huhu, ihr Lieben da draußen. Ja, hier ist mal wieder die Andrea vom Liebeskartenblick von andreawirk.com. Heute wieder mit einem Auswahlorakel, das zeitlos ist, an dem jeder mitmachen darf, der mitmachen möchte, wenn er mit dem Thema konform geht, egal in welcher Situation er erstmal ist. Und heute haben wir das Thema Transformation. Und das habe ich heute gewählt, weil wir gerade in einer sehr transformativen Zeit sind. Jetzt die Woche, ja eigentlich war es schon letzte Woche, aber es hat so begonnen, wo sehr heftige, kraftvolle, aber auch zerstörerische Energien sind. Beziehungsweise es kommt darauf an, die Energie an sich ist immer neutral, aber kommt eben darauf an, wie man damit umgeht, ja. Und es ist sehr, sehr, es kann zu radikalen Veränderungen führen oder es muss vielleicht sogar auch zu radikalen Veränderungen führen. Und deswegen ist es sowas wie eine Transformation. Also eine Transformationsenergie. Ich mache zwar immer ein zeitloses Reading, aber viele gucken ja zeitnah. Deswegen spreche ich jetzt von den jetzigen Energien. Natürlich kannst du die Legung auch mitnehmen, wenn es um eine... Wenn du wissen willst, was in deiner Liebesgeschichte jetzt gerne transformiert werden möchte. Vielleicht gibt es irgendwas in deiner Liebesgeschichte, was jetzt gerne transformiert werden möchte. Und da ist es jetzt erstmal egal, in welcher Situation du bist. Und wenn du das jetzt zeitnah schaust, dann rate ich dir grundsätzlich, sei achtsam mit dem, was du denkst, fühlst und tust, weil wir gerade sehr powervolle Energien haben, die auch, wenn sie eher destruktiv gelebt werden, sehr konfliktreich und kriegerisch sein können. Also es ist eine große Herausforderung, mit diesen Energien jetzt umzugehen, aber wenn man konstruktiv und weise mit diesen Energien umgeht, kann man zu seiner persönlichen Entwicklung noch mehr, also kann es die persönliche Entwicklung fördern und dann natürlich auch die Entwicklung einer Liebesgeschichte. Ich meine, ne, das gehört ja dann auch zusammen. Und wir gucken uns heute an, ist überhaupt eine Transformation in deiner Liebesgeschichte notwendig? Und wenn ja, welche ist das und was ist zu tun? Okay, das ist die Legung heute. Und wenn du das wissen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein. Es ist wie gesagt eine, wie heißt denn das, man kann mitmachen, egal in welcher Situation man ist, ob man in einer festen Beziehung ist oder in einer anfänglichen oder frisch verliebt oder Single. Das gilt jetzt hier für jeden. Außer die Legung ist so spezifisch, aber dann sage ich das, dass es vielleicht nur für eine von diesen Gruppen zählt. Ja, genau. Ich habe heute drei alte Decks, sehr unterschiedliche mal wieder, und zwar das The Wheel of the Year Tarot im Stapel Nummer 1, das Sensual Wicca Tarot im Stapel Nummer 2, da ist ein bisschen Nacktheit drin, wer damit ein Thema hat, der sollte sich diesen Stapel vielleicht nicht aussuchen. Hier ist glaube ich auch mit zwei oder drei Karten Nacktheit. Und den Stapel Nummer 3 mit dem, ach, wie heißt es denn jetzt? Ich muss gerade gucken. Mit dem, jetzt Jill Tarot, The Jill Tarot. Sorry, Leute. 1, 2 oder 3, du darfst dich jetzt entscheiden, welchen Stapel du nimmst. Ich gebe dir ein paar Sekunden und dann sage ich jetzt noch was dazu. Und zwar, dass ich eben Timesteps mache, also Zeitmarkierungen, die verlinke ich dann unten in der Textbox. Und da verlinke ich auch die Decks, die ich verwende, falls man Interesse hat, mal zu gucken, was das für Decks sind. Genau. Ja, dann bin ich mal gespannt, was bei dir los ist oder euch in eurer Liebesgeschichte, ob da Transformation stattfindet oder nicht und wenn ja, welche. Ja, ihr Lieben, vom ersten Stapel, da haben wir nochmal hier das Wheel of the Year Tarot, das hatte ich ja letzte Woche schon verwendet. Und das fragen wir jetzt mal, ob es bei dir überhaupt also bezüglich der Transformation, einer Transformation in deiner Liebesgeschichte. Da fragen wir jetzt erstmal die Energie ab von deiner Liebesgeschichte, um zu gucken, ob überhaupt eine Transformation stattfindet.
Und ich lege jetzt nur auf die Liebesgeschichte. Ich lege jetzt nicht auf ein Gegenüber oder auf dich. Ich lege jetzt generell auf die Liebesgeschichte und da werden wir dann sehen, welche Situation das abdeckt und ob eine Veränderung vielleicht anliegt. Und wenn wir das da noch nicht sehen, dann fragen wir nochmal konkret Transformation ab. Also, was haben wir hier? Wir haben hier den König der Münzen. Das könnte zum Beispiel auf eine feste Verbindung hinweisen, beziehungsweise einen festen Partner oder einen, ja, Partner, ja, schon festen Partner. Wir haben ja die drei der Schwerter und wir haben die Prinzessin der Stäbe. Was mir jetzt sagt, die Energie ist so, deine Liebesverbindung ist eigentlich sehr stabil mit dem König der Münzen, aber es sind hier ein paar Sachen, wo man auf eine Veränderung wartet. Also entweder ist es, also wenn es zum Beispiel jetzt Singles sind, dann fühlen die sich wohl in ihrer Verbindung, in ihrer Situation, sorry, in ihrer Situation, aber auch nicht so wirklich. Sie spüren, da will irgendwas anderes gelebt werden und sie warten eigentlich darauf, dass dann vielleicht doch ein Partner kommt, ein neuer Partner. Ja, zum Beispiel könnte das jetzt der Single sein. Ja, es kann aber auch sein, dass man innerhalb von einer Verbindung, die noch nicht stattfindet, dass es einem damit nicht gut geht. Man spürt zwar, da ist eine Festigkeit, da ist auch eine Festigkeit dann in dieser Verbindung, aber es ist alles noch so offen und man hat Herzschmerzen und man weiß nicht, wie man interagieren soll und man wartet eigentlich, dass der Prinz dann kommt oder die Prinzessin beziehungsweise eine Nachricht kommt beziehungsweise etwas in Gang kommt. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für eine feste Beziehung. Die schon längerfristig ist, also die Verbindung an sich ist stabil bei allen Situationen. Auch wenn du jetzt in Single bist, bist du auch stabil. Aber es will was Neues rein. Es will was Neues rein oder es wird unterschwellig erwartet, dass was Neues reinkommt, weil man eigentlich nicht wirklich glücklich damit ist. So, das ist diese Energie und die kann man jetzt wirklich auf alle Situationen legen. Und für mich findet hier eine Transformation statt. Weil der König der Münzen ist natürlich auch ein bequemer, ne? Der ist sehr bequem, der hat was erreicht und es ist aber, da möchte was Neues rein, auf alle Fälle. So, fragen wir mal, was ist denn jetzt hier mit der Transformation? Gibt es hier irgendwas zu berichten? Soll die Verbindung transformiert werden? Soll die Liebesgeschichte in irgendeine Transformation gehen? Soll sie nicht in eine Transformation gehen? Wenn ja, was liegt an? Wir haben die Empress. Die Prinzessin der Schwerter, den König der Stäbe, der hier übrigens ein Landherr ist, also auch einer, der eher nicht so feurig ist, sondern der auch stabil ist. Und die Sechs der Kelche mit der Sehnsucht und der Verbindung vielleicht auch. Also hier möchte schon was, also hier ist auf alle Fälle eine Sehnsucht nach mehr Tiefe vielleicht, eine Sehnsucht nach einem bestimmten Menschen, eine Sehnsucht nach einer Liebesgeschichte, wenn du jetzt Single bist zum Beispiel. Also hier ist eine Sehnsucht, eine ganz tiefe, tiefe Sehnsucht, die aber im Moment nicht gelebt wird. Und die Transformation, die jetzt stattfinden soll, ist die, dass man mit der Herrscherin, also das lese ich jetzt mal doppelt, dass man zum einen mal bei sich guckt, weil eine Sehnsucht ist natürlich immer dann, wenn man glaubt, es fehlt einem was. Und du sollst jetzt vielleicht auch mal dahin gucken, bist du dir vielleicht auch selbst genug? Also das ist nur eine Inspiration. Das heißt jetzt nicht, dass das jetzt bei jedem so ist. Aber vielleicht gibt es einige, die einfach hingucken dürfen, bin ich mir eigentlich selbst genug? Brauche ich dringend etwas, was mich, wie heißt denn das, was mich ganz macht? Oder wünsche ich mir einfach einen Mensch an meiner Seite, der mich befruchtet? Also der mich im Sinne von, der mich inspiriert, wo wir einfach eine schöne Zeit verleben können. Weil oft ist es ja noch so in den normalen Liebesgeschichten, die man so kennt, dass der Gegenüber einem etwas bieten muss, dass er einem etwas
ja, man sagt ja die bessere Hälfte zum Beispiel, ja, also als ob ein Teil fehlt. Aber vielleicht hier ist die Transformation so ein bisschen, dass man lernen darf, es fehlt nichts. Es fehlt kein Teil. Es fehlt nicht die andere Hälfte. Sondern dass man lernt, ich bin mir selbst genug. Ich kann mit mir alleine sein. Ich kann mit mir selbst sein. Und aus dem ich kann mit mir selbst sein, entsteht dann dieser König der Stäbe, sage ich jetzt mal, der eben gefestigt ist. Komplett gefestigt. Im Moment ist vielleicht alles nur auf der materiellen Ebene gefestigt, aber nicht in dir drin, weil du eine Sehnsucht hast. Und die Prinzessin der Schwerter, die ist für mich in der Regel auch Authentizität. Hier ist sie natürlich diejenige, die beobachtet. Die beobachtet und dann neugierig guckt, was da so, die neugierig guckt, was passiert. Und klar ist auch, was sie dann umsetzen möchte. Und vielleicht geht es jetzt auch darum zu gucken, was passiert hier eigentlich mit mir innerhalb meiner Liebesgeschichte. Also ich glaube, das ist hier ein Aspekt, ich weiß nicht, warum der mir gerade kommt, weil die Herrscherin einfach für mich auch diese Vollkommenheit, diese Komplexität darstellt, weil sie ist auch nackig und diese Nacktheit sagt mir auch, sie ist authentisch. Und die Herrscherin ist aber auch, sie ist zum einen in sich vollkommen, sind wir eigentlich ja alle, aber wir wissen es eben nicht. Sie weiß es und sie lässt daraus Neues wachsen und entstehen. Also sie nährt sich selbst, weiß, dass sie vollkommen in sich selbst ist und kann dann aus sich heraus Neues entstehen lassen, was sie dann auch wieder nähren kann. Was sie dann aber aus sich heraus nährt, weil es aus ihr heraus auch geboren wurde. Und so laufen eigentlich auch Verbindungen. Oder so können eigentlich nur echte Beziehungen gelebt werden, wenn man eben aus sich heraus die Liebe lebt und wenn man weiß, dass man sich selbst genug ist und wenn man das auch spürt und integriert hat natürlich. Und dann kann natürlich auch, und das lese ich jetzt auch doppelt, auch ein Mensch auf dich zukommen, der eben auch genauso in dieser Frequenz ist, sage ich jetzt mal. Und im Moment ist es so, dass es eben nicht so ist. Egal, ob du jetzt in einer Beziehung bist oder ob du jetzt Single bist und darüber nachsinnierst oder ob du frisch verliebt bist, im Moment bist du noch eher so in einer Erwartungshaltung, dass du guckst, ja, du erwartest etwas und du erwartest, dass dieser Mensch dir, ja, dass er dir was Bestimmtes gibt, ja. Und du investierst dafür etwas. So, das sind ja immer so diese Worte, ich investiere und dafür bekomme ich etwas. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo du das eben lernen darfst, dass das nicht mehr so ist, sondern dass du aus dir heraus einfach bist. Und dann hast du auch keine Sehnsucht mehr. Oder die Qualität der Sehnsucht verändert sich. Die Sehnsucht ist dann so, dass du vielleicht schon den anderen, klar, wenn du verliebt bist, dir an ihn denkst und so, aber sie hat nicht mehr diese zerstörerische Komponente. Ja, fragt mich jetzt nicht, warum ich das in diesen Karten lese. Da ist die Herrscherin dran schuld, die mir das irgendwie so vermittelt hat. Aber das ist das, was ich hier rauslese. Und da es ja um eine Transformation geht, geht es natürlich auch darum, bei dir selber zu gucken. Und wenn du natürlich schon bei dir bist und du das integriert hast, dass du vollständig bist und dass du nicht jemanden als andere Hälfte brauchst, dann ist es vielleicht entweder nicht deine Legung oder du darfst noch mal genauer hinschauen, ob du vielleicht doch noch was erwartest oder ob du vielleicht doch noch, wobei man natürlich immer noch was erwartet, natürlich, aber nicht in dieser Komplexität, in der man das meistens tut, ja. So, was möchte denn? Achso, ich hätte eigentlich die oberste und unterste nehmen können. Ich nehme aber jetzt die zweitoberste. Was sagen die Karten noch? Ja, wenn du aus diesem Modus rausgehst, sage ich jetzt mal, mit der vier der Kelche.
aus dieser Gewohnheit, das ist ja auch eine Gewohnheit, dass man eben glaubt, da muss jetzt der, im Prinzip sieht das so aus, sie wartet darauf, dass der Prinz kommt, ja, hier, ne, wenn man sich das mal so, wenn man das so als Bild der Geschichte liest. Und da gilt es jetzt aber rauszugehen, der Prinz auf dem weißen Pferd, der kommt erst, oder die Prinzessin, wenn du hier in deiner Authentizität bist und wenn du dir selbst genügst und deinen Wert kennst. Und das ist oft auch wirklich Thema in Liebesgeschichten, dass man seinen Wert nicht kennt und diesen Wert von dem anderen, dem Gegenüber eben gespiegelt haben möchte. In dem Moment, wo du deinen Wert kennst und ihn auch in seinem Energiefeld hast, kommt jemand, der ist auf Augenhöhe und der spiegelt dir nicht mehr deinen Wert, sondern er zeigt seinen eigenen Wert. Und dann macht Liebe und Lieben viel mehr Spaß. Ja, das ist jetzt ein bisschen spiritueller, ein bisschen bewusstheitsmäßiger. Ich dachte mir, ich mache heute auch mal wieder ein bisschen mehr in die Bewusstheitsebene. Wenn wir das jetzt so ein bisschen ins Alltägliche bringen, bedeutet das, dass du dir, wenn du in einer Beziehung bist, wirklich angucken solltest, wo steht ihr und warum wartest du, warum erwartest du? Das ist ja hier auch eine Erwartungskarte so ein bisschen. Ja, sie wartet auf eine Nachricht. Guck bei dir. Im Grundsatz ist die Verbindung, egal um welche Situation es geht, gefestigt. Oder du bist auch gefestigt, wenn du jetzt Single bist. Aber was eben dieser Baustein, der noch fehlt, ist der, dass man sich vielleicht noch nicht selbst wirklich genügt. Und das ist ein ganz wichtiger Baustein hier. Ja? Okay. Okay, dann wollen wir hier nochmal eine Orakelkarte ziehen von dem Mondorakel. Ich hoffe, jetzt kommt nicht irgendeine Göttin, die ich nicht kenne. Dann muss ich nämlich nochmal ins Buch gucken. Die kann ich mir immer nicht merken. Ups, eine schießt raus. Oder sind das zwei? Nee, ist ja nur eine. Okay. Eine können wir noch. Ich möchte noch eine raus. Zwei möchten noch raus. Okay. Wir haben eine. Nee, ich dachte schon. Wir haben den Mond im ersten Viertel in der Luft. Das sind die Blätter. Im ersten Viertel in der Luft. Wir haben die Musikantin mit der Sonne und dem Jupiter im Stier. Und wir haben den sichelförmigen Mond in der Erde. Da haben wir die Investition. Da geht es aber darum, dass jetzt gerade was Neues, also geboren wird eigentlich. Ich würde es nicht Investition nennen, sondern ich würde es so nennen, nach dem Neumond, was ja der Neubeginn ist, darf jetzt was Neues wachsen. Das ist so ein bisschen die Energie der Herrscherin. Und es darf jetzt wirklich was Neues auch wachsen. Da kommen die Sprossen raus. Die sind vielleicht sogar auch schon da. Ich glaube nämlich eigentlich auch hier mit dem König das ist ja die Energie mit dem König der Münzen, dass du im Prinzip alles ist ja gefestigt in der irdischen Welt schon. Es darf einem nur noch bewusst werden. Im Prinzip ist gar nicht mehr so viel zu tun, um in diesen Level zu kommen, dass man sich selbst genügt. Ja. Und dann haben wir hier die Musikantin, die mir sagt, dass mit der 2 auch. Mit dem Jupiter, Sonne Jupiter in dem Stier, dass es hier auch ums Genießen geht und um die Kunst, also eigentlich um die Künste, aber darum eben auch die Kunst, die Liebe freudvoll zu leben. Was ja eben dann passiert, wenn man eben bei sich ist, weil hier haben wir ja keine Freude im Moment, hier haben wir eher einen kleinen Schmerz. So, und dann haben wir hier noch den Mond im ersten Viertel in der Luft. Das ist ja so der Weg zum Vollmond. Und das sagt mir so ein bisschen, hier steht Anpassungsfähigkeit.
Ich glaube, da es geht darum, dass man sich wirklich auch bewusst werden darf, dass man neue Wege gehen darf, sozusagen. Oder dass man sich bewusst werden darf, dass man eben nicht nur auf den anderen guckt, sondern auch auf sich. Und wie man sich selbst, wie man zu sich selber eigentlich auch steht. Das hat ja was mit der Luft auch zu tun, mit dem Bewusstwerden. Also hier geht es um eine Bewusstwerdung, wie lebe ich Liebe und wo stehe ich da und wie liebe ich mich selbst und wie und brauche ich jemanden, damit es mir gut geht? Da geht es noch nicht mal um die Liebe, sondern auch um Freundschaften eigentlich. Brauche ich jemanden, damit es mir gut geht oder damit ich glücklich bin oder der mich erfüllt oder kann ich mich selber erfüllen? Wenn man an dem Punkt ist, dann kann man wunderbare Freundschaften und Liebesgeschichten leben. Und das ist die Transformation. Und da hast du jetzt den wunderbaren, die Energie dafür ist jetzt für dich da. Wenn du eben, wenn das hier deine Energie ist, ja, dass du in einer gefestigten Verbindung entweder mit jemand anderem und oder mit dir selbst bist, dass du aber was Neues erwartest, weil du dich eigentlich, ja, weil eigentlich nicht wirklich alles rund läuft. Dann ist das vielleicht deine Legung. Hier geht es wirklich um das sich selbst genügen. So, und ich will jetzt hier noch ein paar, wir haben zwar schon 17 Minuten, aber egal. Von den Würfeln, da haben wir den Skorpion. Uranus im Skorpion im ersten Haus. Wow, das sind genau diese Energien, die gerade auch nicht so in der Form, aber ähnlich, die gerade auch walten. Hier haben wir eine sehr explosive Energie. Hier geht es auch um die Selbst, um das Ich, also wirklich um das sein, sich selbst auch zu erkennen, in die Selbstermächtigung vielleicht auch zu kommen, würde ich fast sagen. Und das sprengt natürlich gerade alles auf. Bei dir sprengt gerade alles auf. Bei dir ist die Möglichkeit, alles aufzusprengen. Du kannst den alten Weg weitergehen, du kannst aber auch wirklich versuchen, bei dir zu gucken und dich selbst erstmal so wahrzunehmen, dass du dir selber genügst. Weil das sprengt so viel auf, dass du dann wirklich ganz neu, auf einer ganz neuen Ebene Liebe und Freundschaft leben kannst. Ja. Wow, das ist total schön. Etwas anders. Ich hoffe, du kannst was rausnehmen. Wenn nicht, dann ist es nicht deine Legung im Moment. Ich mache dann auch wieder andere Legungen, aber heute war das einfach dran. Du kannst, ja, wenn du damit jetzt konform gehst, freue ich mich natürlich. Wenn nicht, leg die Legung weg. Ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. Wenn du noch eine Frage hast oder eine private Lesung von mir haben möchtest, darfst du mich gerne kontaktieren. AndreaWürk.com ist meine Webseite, da ist meine Telefonnummer, meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal, Threema. Und du darfst mich gerne über eine von diesen anschreiben. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Tschüss. Ihr Lieben, vom zweiten Stapel, das ist jetzt das Sensual Wicca Tarot und das hat Nacktheit, so ein bisschen FKK-mäßig, außer der Teufel, der ist ein bisschen erotischer. Also, wenn du damit ein Thema hast, dann solltest du dir einen anderen Stapel aussuchen. Genau, wir fragen jetzt dieses Sensual Wicca Tarot mal, wie es bei dir so aussieht mit deiner Liebesgeschichte. Liegt eine Transformation an oder nicht? Wenn ja, dann welche? Wir fragen als erstes deine Energie ab, die Energie deiner Liebesgeschichte, ja? Und wenn du solltest dann natürlich genau hineinspüren, ob das deine Energie ist. Und wenn es nicht deine Energie ist, dann leg die Legung weg. Das ist eine allgemeine Legung. Die kann nicht auf jeden zutreffen. So, was haben wir denn hier für eine Energie? Die Sechs der Schwerter. Die Neun der Schwerter. Nee, die Neun der Stäbe, sorry. Und was ist das? Die Mutter der Schwerter. Oh, die ist ja krass drauf. Also du bist in einer Energie, wo es um Macht geht und um. Also diese Königin der Schwerter ist sehr eher negativ zu bewerten in diesem Deck. Also hier geht's, sieht man ja auch hier sehr deutlich mit dem Kopf, ne? Hier geht's, hier ist eine
Wie soll ich das sagen? Neun der Stäbe. Hier ist eine Energie. Ich muss mal reinspüren, Leute. Also okay, also in dieser Verbindung ist eine, oder in dieser Liebesgeschichte ist eine sehr, ich würde fast schon sagen, etwas narzisstische Energie oder eine sehr manipulative Energie. Und man passt sich an, obwohl man eigentlich die Kraft hätte, in eine neue Liebesgeschichte zu gehen. Also diese Liebesgeschichte hat keine schöne Energie. Man passt sich an diese Liebesgeschichte an oder an den Gegenüber. Oder der Gegenüber an den, der hier zuschaut, kann natürlich auch sein. Und es ist eine sehr destruktive Energie, eine sehr manipulative Energie. Und man hätte aber die Kraft, es ist auch eine kraftvolle Energie da. Hier, man sieht hier so ein bisschen die Kraft, um die Situation zu verlassen, um die Liebesgeschichte zu verlassen. Also es, die Energie ist eigentlich so, dass diese Liebesgeschichte beendet werden sollte oder vielleicht auch schon am Beenden ist, um eben aus dieser manipulativen Energie rauszugehen. Die Kraft, um das zu beenden, ist da. Man weiß es aber vielleicht noch nicht. Das ist die Energie dieser Verbindung. Und hier liegt auch eine Transformation vor, eine radikale, weil es ist ganz schwierig, aus einer Verbindung rauszugehen, die destruktiv und manipulativ ist. Und da bedarf es immer einer, meiner Meinung nach immer einer kleinen Transformation, einer oder einer großen Veränderung. Ja. So, was habe ich für die Transformation gelegt? Wir haben hier den Ritter, oder der heißt hier Gefolgsmann der Stäbe, den Weisen der Stäbe, das ist der König, übrigens heißt die Königin Mutter. Wir haben die drei, nee, warte mal, die fünf der Schwerter, wo hier übrigens der Herrscher integriert ist, finde ich auch noch mal ganz interessant. Und die Welt, mit der, die heißt hier übrigens nicht Welt, sondern Einheit. Also hier geht es auch um, also hier wird jetzt nicht ganz klar gesagt, dass die Transformation so aussieht, dass man aus dieser Liebesgeschichte rausgeht, sondern die Transformation sieht so aus, dass man in seine Selbstermächtigung kommt. Das kann natürlich auch sein, dass man dann diese Situation verlässt, aber es geht hier um die Selbstermächtigung mit diesen zwei Karten für mich. Und um weise Entscheidungen. Der Gefolgsmann der Stäbe ist ja einer, der schon feurig ist und der manchmal nicht so nachdenkt, aber der weise Vater, nee, der Weise heißt er einfach nur, der ist, der agiert ruhig, aber in dem Fall schon mit Feuer. Und wir haben hier einen Konflikt und hier geht es um den Konflikt. Eben mit dem Herrscher um eine, um die Dominanz. Wer dominiert und wer dominiert nicht? Hier ist ein Dominanzkampf in dieser Verbindung und der möchte beendet werden. Die Legung ist ja für deine Liebesgeschichte. Das heißt, auch wenn du jetzt in keiner Verbindung bist, ist hier ein Dominanzkampf. Vielleicht mit dir selbst. Also wenn du Single bist. Wenn du jetzt in einer Verbindung bist, egal in welcher, geht es hier um ganz krasse manipulative Energien. Und es geht jetzt darum, die Transformation so zu machen, bei sich zu gucken. Um dann mit Feuer und Abenteuerlust zu agieren. Was dazu führen kann, dass man entweder wieder bei sich ankommt mit der Einheit oder die Verbindung wird geheilt, was ich mir jetzt aber nicht vorstellen kann. Die wollte auch noch raus. Die möchte ich, ups, hier, ja.
Also diese Einheitskarte geht darum, dass man nicht, also das ist die eigentliche Weltkarte, dass man nicht mit dem anderen wieder, also dass die Verbindung geheilt wird, sondern, oder die Liebesgeschichte, sondern dass man wirklich rausgeht aus dieser Liebesgeschichte und oder der Verbindung, aus diesem Konflikt rausgeht, aus dieser Manipulation rausgeht und zwar mit Selbstermächtigung. Diese zwei Karten deuten für mich auch eine Selbstermächtigung an. Um dann bei sich anzukommen, weil die 7 der Schwerter sagt mir, man kennt seine eigenen Fähigkeiten im Moment noch nicht. Und man erkennt vielleicht auch nicht das, was hier in der Liebesgeschichte abgeht. Oder man traut sich nicht, das in Angriff zu nehmen. Hier geht es nicht darum, wenn es um Manipulation geht, sich diesen Manipulationen zu stellen und zu kämpfen, sondern es geht darum, aus dem Kampf rauszugehen, damit man wieder bei sich ist. Weil im Moment scheinst du nicht bei dir zu sein. Also hier sind ganz spezielle Verbindungen angesprochen, die mir sehr nach On-Off zum Beispiel aussehen oder eben nach narzisstischen Verbindungen und oder nach sehr manipulativen Verbindungen. Kann aber auch die Verbindung zu dir selbst sein, die so ist, wenn du jetzt Single bist. Ja, das solltest du dann selbst überprüfen. Und hier die zwei Karten sagen mir noch, mit dem Stern und dem Gehängten, dass du wohl die Möglichkeit hast, aus dieser Geschichte rauszugehen, wenn du optimistisch bist und wenn du konstruktiv denkst und fühlst und wenn du dich aus deiner Opferrolle rausbegibst und die Dinge mal aus einer anderen Perspektive siehst. Und in dich hineinspürst vor allen Dingen. Weil dann wirst du erkennen, wie kraftvoll du bist. Hier sind die kraftvollen Stäbekarten. Ja, du bist absolut kraftvoll. Du fühlst dich zwar gerade nicht so, ja, aber du bist es mit der 9 der Stäbe. Und du kannst es. Du kannst aus dieser Liebesgeschichte rausgehen. Geh raus aus deinem, fang am besten damit an und guck, mit was belügst du dich selbst, wo eierst du rum, wo erkennst du deine eigenen Fähigkeiten nicht, deine eigene Kraft nicht. Da solltest du vielleicht anfangen und einfach gehen, einfach gehen, nicht diskutieren, einfach gehen. Das sagen mir die Karten. Puh, hier ist eine bedrückende Stimmung. Dabei haben die Karten, ich hatte bis jetzt mit diesen Karten, die sind noch neu, die habe ich übrigens noch nicht verlinkt, erst in 2 Wochen, also wer da nachgucken will, die hatten bis jetzt immer nur positive, also wirklich konstruktiv. Das ist jetzt hier eine wirklich sehr krasse Legung. Ja, hier geht es wirklich um sehr manipulative Geschichte. Was dürfen wir denn jetzt noch wissen? Der Schlüssel lag hier unten. Ich gucke ja auch immer, wo die Karten so hinfallen. Falls ihr was schnarchen hört, das ist mein Hund. Das ist der Max, glaube ich. Meine Herren. So, eine. Irgendwie hat eine will noch raus. Na komm, gib mir noch eine. Bitte, 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 bitte eine Karte. Okay, die will auch dahin. Oh, es waren jetzt zwei. Also, wir haben hier unten den Schlüssel. Also der Schlüssel ist wirklich, dass du deine Kraft erkennst. Dann haben wir hier den Bruder. Da muss ich gleich mal ins Buch gucken, ob es noch ein anderes. Und den Apfel der Versuchung mit dem Fehler. Und wir haben die Weisheit. So. Das sagt mir jetzt, dass der Schlüssel wirklich ist, aus dieser, also wirklich zu erkennen, deine wahre Kraft zu erkennen und in die Selbstermächtigung zu gehen. Und lass mich mal gucken bei Bruder. Ja, vielleicht hast du ja auch, der Bruder bedeutet auch eine Person, der man trauen kann. Mit dem Error sagt es mir, vielleicht hast du gedacht, du kannst diesem, die sind ja zusammen rausgefallen, du kannst diesem Menschen vertrauen, aber das kannst du nicht. Du kannst nur dir selbst vertrauen. Und das sagt mir die Weisheit. Sages heißt, glaube ich, Weisheit. Das ist ein französisches Deck, da muss ich manchmal nachgucken, ja.
Und du solltest jetzt wirklich das Vertrauen auch haben in deine eigene Weisheit, in deine eigene Intuition. Das ist ja auch hier drauf gefallen, dein wahres, also deine wahren Werte zu erkennen, deine wahren Fähigkeiten, dass du nämlich kraftvoll bist und du aus dieser Liebesgeschichte einfach rausgehen kannst. Geh raus aus der Opferrolle, sagt mir der Stern und der Gehängte. Der Schlüssel ist, aus dieser Opferrolle rauszugehen, in der du dich vielleicht gerade befindest. Oder vielleicht bist du aber auch jemand, der eben andere in die Opferrolle bringt. Kann natürlich auch sein. Aber es sieht mir mehr so aus, als ob die Legung für diejenigen gilt, die eben mit Manipulation zu tun haben und manipuliert werden. Ja? Ganz klare Ansage ist hier. Und eine ganz klare Transformation, weil du darfst im Prinzip transformieren in das kraftvolle Wesen, was du bist, weil du hast vielleicht auch deine Kraft verloren in dieser Liebesgeschichte, weil eben diese Manipulationen stattfinden. Okay, was haben wir hier? Die 5, das fünfte Haus, den Mars im fünften Haus und die Fische. Fische, Ma und Mars, Mars im fünften Haus in den Fischen, so rum. Ja, sorry, ich habe gerade einen Blackout. Also der Mars im fünften Haus sagt mir irgendwie und in den Fischen, dass es hier tatsächlich geht darum, um Manipulation und darum, dass man in einer Opferrolle ist. Wenn man jetzt die Energien eher destruktiv und negativ liest. Wenn man sie konstruktiv liest, bedeutet das in seine Selbstermächtigung sozusagen zu kommen und sich von dieser Geschichte zu lösen. Ja, man kann das jetzt doppeldeutig lesen. Ja, es ist eine ganz krasse Legung, Leute. Wow, die Karten sind echt krass, die habe ich neu, die sind sowas von krass. Die machen so coole Legungen. Also, spür hinein, ob das deine Energie ist. Das ist ganz wichtig. Das betrifft jetzt natürlich nicht jeden. Die Situation ist egal, in welcher man ist, feste Beziehung, irgendwas. Aber es geht um die Energie, um diese manipulative Energie, ja? Wenn du nicht in dieser Ener wenn das nicht deine Legung ist, leg sie weg. Es ist eine allgemeine Legung. Die kann ich auf jeden zutreffen. Wenn du noch eine Frage hast oder eine private Lesung von mir haben möchtest, darfst du mich natürlich gerne kontaktieren. AndreaWirk.com ist meine Webseite, da ist meine Telefonnummer, da sind meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal, Threema und du darfst mich dann über eine von diesen anschreiben oder ansprechen in Form von Sprachnachricht, genau. Ja, ich danke dir fürs Mitmachen und ich wünsche dir alles Liebe und ich kann dir nur raten, wenn das deine Liebesgeschichte ist, dass du da rausgehst und deine wahre Kraft erkennst. Ganz wichtig. Tschüss. Ihr Lieben vom dritten Stapel. Das ist jetzt das Chill-Tarot und das fragen wir jetzt mal, was es uns zu sagen hat bezüglich einer möglichen Transformation in deiner Liebesgeschichte. Liegt eine Transformation an oder nicht? Wenn ja, dann welche? Und wir fragen jetzt zuerst einmal die Energie ab in deiner Liebesgeschichte, damit du auch eine Idee bekommst, ob es überhaupt deine Liebesgeschichte ist. Und wenn du merkst, dass es nicht deine Energie ist und dass es auch nicht deine Liebesgeschichte ist und dass du hier gar nicht mit konform gehst, leg die Legung bitte weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. Jetzt haben wir erstmal die Energie, Babes. Den Stern. Oh. Oh, die Empress, die Herrscherin und die Prinzessin der Stäbe, die sogar Transformation heißt. Also wir haben hier eigentlich es könnte sein, dass es sich hier auch sehr um eine nur energetische Verbindung handelt. Also es kann jetzt eigentlich jede Verbindung betreffen, aber vielleicht zu 50% tatsächlich Verbindungen, die man im Moment noch nicht irdisch lebt, die aber energetisch sehr stark gespürt werden und die in die irdische Welt gewebt werden möchten mit der Empress. Und das ist in dem Fall die Transformation. Es kann aber auch sein, dass es eine feste Geschichte ist, eine feste Liebes-, also eine Verbindung, die sich neu orientieren möchte mit dem Stern und der
Prinzessin der Stäbe. Ja, also wo ein neuer Level betreten wird, also wo wirklich auch eine Transformation stattfindet in irgendeiner Weise. Oder wenn es sich um eine noch nicht feste Verbindung handelt, auch hier ist die Verbindung gefestigt, aber es möchte was Neues gestartet werden. Also grundsätzlich ist alles, bis auf das Energetische ist die Verbindung gefestigt und möchte in was Neues starten, also in was Neues transformieren. Auch wenn du jetzt zum Beispiel Single bist, dann bist du jetzt bereit. Ja. Wenn es nur eine energetische Verbindung ist, was heißt nur, wenn es eine energetische Verbindung ist, dann ist sie auch gefestigt, möchte aber jetzt die Transformation, das wird dann hier schon angezeigt, möchte dann irdisch gelebt werden jetzt. Und ja, bei den anderen Verbindungen, wo ich gesagt habe, feste Beziehung, noch nicht ganz feste Beziehung, verliebt sein, was auch immer, möchte sie eigentlich auch in die irdische Welt gewebt werden, beziehungsweise, wenn sie schon fest ist, möchte was Neues, Irdisches gestaltet werden, ja. Das kann dann sein, dass man zusammenzieht oder heiratet oder Kinder kriegt oder umzieht zusammen oder ins Ausland geht zusammen oder was weiß ich, ne, solche Geschichten. So, zusammen ein Haus kauft vielleicht auch, keine Ahnung. Das ist jetzt hier die Transformation. Wir haben ja die Stärke, wir haben die Liebe, also die zwei der Kelche in dem Fall, den Gehängten und die Prinzessin der Kelche. Also hier ist auf alle Fälle, hier möchte die Transformation ist so, dass die Liebe generell bei allen Geschichten auf einen neuen Level transformieren möchte. Dazu ist natürlich eine gewisse Herzöffnung notwendig in allen Bereichen, auch wenn man schon in einer festen Beziehung ist, ist vielleicht das Herz noch nicht ganz offen. Und es ist auch notwendig, dass jeder bei sich ist mit der Stärke. Dass sich jeder nochmal die Ängste anguckt, die man bezüglich dieser Liebesgeschichte hat oder in Bezug auf sich selbst oder in Bezug auf die Öffnung, die Herzöffnung, würde ich jetzt mal sagen. Da darf jeder bei sich gucken, das sagt mir der Gehängte und auch die Stärke. Also nicht auf den anderen gucken und gucken, was der andere noch verändern darf oder was der andere noch transformieren darf, wenn man jetzt ein Gegenüber hat, sondern bei sich gucken, was kann ich bei mir noch verändern? Wo hänge ich noch fest? Wo darf ich meine Perspektive noch erweitern? Wo darf ich mich vielleicht noch mit meinem Unterbewusstsein oder mit meinen kleinen Mönsterchen oder meinen Ängsten oder Zweifeln in Bezug auf die Öffnung, die Herzöffnung zum Beispiel beschäftigen. Also hier geht es darum, dass jeder sich erstmal auf sich besinnt und auf sich und eben die Liebe. Und da geht es dann vielleicht auch so ein bisschen um das Thema, was ich schon in der ersten Legung hatte, wo es darum ging, dass man eine wirklich hundertprozentig konstruktive Liebesgeschichte und auch freundschaftliche Geschichte nur leben kann, also wirklich konstruktiv, wenn man sich selbst genügt. Wenn man komplett bei sich ist. Kannst dir dann vielleicht die erste Legung auch nochmal angucken. Die kann dich vielleicht noch unterstützen. Und dann kann das hier wirklich grandios gelebt werden. Und das ist vielleicht auch die Transformation. Also die Liebesgeschichte ist gefestigt, das hatten wir auch in der ersten Legung, aber es geht jetzt darum, innerhalb von dieser Liebesgeschichte zu transformieren, zusammen, aber auch einzeln. Und das beginnt erstmal mit dem jeder Einzelnen, dass er sein Herz komplett öffnet und sich auf der Liebesgeschichte komplett hingibt. Das geht aber nur, wenn man sich selbst auch genügt. Ja. Hier geht es so ein bisschen wirklich auch um die, wenn ich hier die Unity sehe, für mich so ein bisschen um die Liebe in der neuen Zeit. Ja. Die jetzt neu geordnet werden möchte. Die jetzt einen neuen Rahmen haben möchte. Die jetzt
in die irdische Welt gewebt werden möchte. Und die Liebe in der neuen Zeit ist einfach so, dass man eben jeder sich selbst genügt, dass jeder seinen Wert kennt und dann der andere nicht derjenige ist, der einen vollständig macht, sondern man ist vollständig und begegnet dem anderen vollständig auf Augenhöhe. Und dann kann man die Liebe nämlich wunderbar, sehr kreativ leben. Und dann sind die Ängste auch nicht mehr da, nicht mehr so sehr im Vordergrund, könnte man auch sagen. Und auch die Erwartungen sind nicht mehr so im Vordergrund. Und die Be- und Verurteilungen sind dann auch nicht mehr so im Vordergrund. Und dann kann es auch fließen hier. Also hier geht es wirklich um eine Liebe, die Liebesgeschichte, die sehr vereint ist. Die Möglichkeit besteht, die hier jetzt wirklich auch zu leben, in dieser Einheit, die aber trotzdem eine Zweiheit ist, sieht man hier sehr deutlich. Ja, das ist immer diese Schnittmenge, von der ich auch spreche, immer oft. Ne? Hier ist die Liebesgeschichte und hier ist man selbst. Ja, und das ist letztendlich die Transformation. Ja, und ich würde sagen, da lege ich jetzt, glaube ich, noch die muss ich aber erstmal rausholen, die geometrischen Karten. So, jetzt habe ich hier noch die heilige Geometriekarten. Die hat nämlich so eine Karte, von der ich eben gesprochen habe, von dieser Schnittmenge. Aber meine Güte, die wird jetzt wahrscheinlich auch nicht fallen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fragen wir die jetzt, ob sie uns noch einen Input geben kann. Das waren jetzt aber, glaube ich, zwei. Die sind ein bisschen größer, die lassen sich nicht so gut mischen. Schon gar nicht unter der Kamera ist das dann auch immer noch so ein Ding. Also, wir haben die 396, Liberate, Guilt and Fear. Wir haben hier eine Frequenzzahl, mit der kann man auch energetisch arbeiten, indem man sich hier ein Standbild vielleicht macht und die Karte mit sich, also die Energie der Karte mit sich rumträgt. Das ist die 396 Hertz und hier geht es darum, die Angst und die Schuld sich davon zu befreien. Und das lag ja hier beim Löwen und auch bei der Liebe und der Herzöffnung. Also du kannst dein Herz nur wirklich öffnen und in diese Transformation gehen, wenn du dich von der Angst und der Schuld befreist, in der du dich befindest. Muss jetzt nicht mit dem Gegenüber zu tun haben, in der vielleicht in deiner Liebesgeschichte rumhampelt, sondern es kann vielleicht auch noch eine ganz andere Schuld sein. Aber das ist der Löwe, da darfst du dich mit beschäftigen und auch der Gehängte, ja. Und da kannst du die 396 Hertz sehr gut als Frequenz nutzen, um dass die dich unterstützt. Ja? Wir haben hier das Hexahedron in Orange, was immer auch der Sakralbereich von der Energie her ist. Da steht Nurture and Create, du sollst jetzt nähren und kreieren. Das ist eine wundervolle Geschichte, weil hier geht es wirklich darum, sich selbst zu nähren jetzt und dann kannst du daraus Neues kreieren. Wenn du dich jetzt selbst nährst und auf dich achtest, dann kannst du die Liebesgeschichte ganz neu kreieren und das ist letztendlich auch die Transformation und eben auch der Stern. Die Energie ist da, die Energie ist schon da. Es ist schon im Feld von eurer Liebesgeschichte oder deiner Liebesgeschichte und es liegt jetzt an dir, dass diese Energie auch materialisiert wird, dass du eben das dann auch in die irdische Welt bringen kannst. Egal, ob das jetzt eine energetische Verbindung betrifft, eine feste Beziehung, eine on-off, eine weiß ich nicht was, eine Fastbeziehung, ich habe mich gerade frisch verliebt Geschichte oder eine Single-Geschichte. So, wir haben ja auch noch das Oktahedron in Grün und Grün ist natürlich auch immer der Herzbereich. Und hier geht es um die bedingungsfreie Liebe und das sind für mich auch diese zwei Karten so ein Stück weit, beziehungsweise diese drei Karten. Also hier ist jetzt die Möglichkeit auf einen neuen Level der Liebesgeschichte zu gehen. Mit einer Verbindung, die bereits schon besteht oder wenn du Single bist, dann ist jetzt der Zeitpunkt, wo du, wenn du ganz bei dir bist, auf jemanden treffen kannst, der dann auf Augenhöhe ist und wo man eine wunderbare, sehr harmonische und freudvolle Liebesgeschichte auch leben kann.
Ja, das ist die Legung und das ist die Transformation. Wow, wunder, wunderschön. Wie gesagt, wenn du magst, kannst du dir gerne noch die erste Legung angucken. Ja, spür hinein, ob das. Ah, nee, warte. Ich wollte ja auch noch. Das hatten wir bei den anderen ja noch gemacht. Da hatten wir ja auch noch die Würfelchen. Dingswürfelchen. Wir haben ja die Waage, da haben wir die Harmonie, den Mond, die Gefühle und das achte Haus ist die Tiefe, ist die Pluto-Skorpion-Energie. Also der Mond in der Waage im achten Haus sagt mir, hier ist wirklich die Möglichkeit, in eine ganz tiefe Verbindung zu gehen, die auch harmonisch gelebt werden kann und wo man sich zu Hause fühlt. Und das ist für mich auch so eine Art Seelenverbindung, die aber in einer so reinen Form gelebt wird, eben auf diesem neuen Level, wenn man in diese Transformation geht, dass es auch wirklich diese Frequenz der Schönheit und Reinheit und Harmonie hat, ja. Ja, das liegt an dir, ob du das umsetzen möchtest oder nicht. Genau, also spüre aber erstmal hinein, ob das hier überhaupt deine Energie ist. Das ist ganz wichtig, dass du hier auch guckst und reinspürst, ob das deine Legung ist. Wenn ja, dann ist das schön, dann freue ich mich natürlich sehr. Und wenn nein, leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. Ja, wenn du noch eine private Lesung von mir haben möchtest, darfst du mich natürlich gerne kontaktieren. AndreaWirk.com, das ist meine Webseite. Da findest du meine Telefonnummer, meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal, Threema. Und du darfst mich natürlich gerne über eins von diesen Apps anschreiben oder auch ansprechen mit Sprachnachricht. Ja, ich wünsche dir alles Liebe, Babe. Mach was draus. Die Energien sind jetzt auch so, dass genau so solche Verbindungen jetzt auch unterstützt werden. Auch wenn es vielleicht anstrengend ist, in diese Transformation reinzugehen und man wird immer wieder getriggert, aber grundsätzlich sind die Energien so, dass gerade solche Verbindungen, sei es, dass es Liebe oder Freundschaft ist, jetzt auch den Raum haben, gelebt zu werden. Genau. Okay, tschüss.